Im Vorgängervideo habe ich über einen der berühmtesten oder den berühmtesten Satz der Philosophie gesprochen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mein Lieblingssatz, den ich gerne immer wiederhole, denn dann bin ich aus der Nummer raus. Keiner wird mich verantwortlich machen können für das, was ich hier sage, weil ich ja im Vorhinein schon auf 1000 Videos erklärt habe, Vorsicht, der Alte labert Scheiß. Keine Ahnung, keine Sachkompetenz, kein Wissen, kein gar nichts. Ich habe da aber noch einen anderen Trick angewandt. Ich habe ebenfalls auf 1000 Videos gesagt, Achtung, zwecks meines eintrainierten, ankonditionierten Sprachgebrauchs mache ich es, wie es alle Menschen machen. Ich kenne da überhaupt keine Ausnahme. Auf der ganzen Welt bin ich noch niemand begegnet, der es nicht so macht. Behauptungen aufstellen, Behauptungen aufstellen, Behauptungen aufstellen. Allesamt unbeweisbar. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und da bin ich schon bei meiner Methode. Sind diese Behauptungen zumindest ein Teil schnell widerlegt? Ist es daher nicht klüger, die Behauptungen als Frage zu formulieren, so wie ich gerade eine Frage formuliert habe? Kann mir nichts passieren. Allerdings, ja, was gilt man schon in dieser Welt, in der man schon dazu erzogen wurde, der Klügste zu sein, wo doch die ganze Welt hätte wissen müssen, der kann noch gar nicht klug sein. Der kann noch gar nicht richtig denken. Wann geht das an mit dem richtig denken können? Je nach Begabung, je nach Talent. Manche sind etwas früher dran. Manche sind Wunderkinder, manche lernen das Denken nie. Und zu dieser paradoxen Aussage, die ich das Video zuvor besprochen habe, ich weiß, dass ich nichts weiß, passt auch sehr, sehr gut der Dunning-Kruger-Effekt. Weiches D-U-N-N-I-N-G und als nächstes Wort Kruger wie Krüger ohne die beiden Pünktlein auf dem I. Unbedingt googeln. Da habe ich übrigens jetzt ein Wahnsinnsvideo gefunden. Spätestens da dürfte ich eigentlich selber zu dem Thema gar nichts mehr sagen, sondern euch einfach nur empfehlen, dieses Video anzuschauen. Es gibt auf Sprouts das 5, 6, 7 Minuten Video dazu. Sehr gut gemacht. Aber es gibt ein nur unglaublich viel besseres und auch sehr witziges und unterhaltsames. Gut, das dauert 17 Minuten, aber das sind 17 sehr, sehr unterhaltsame Minuten. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wer die beiden Burschen sind oder wie ihr Podcast heißt. Also einfach mal unter Dunning-Kruger googeln und schauen, was da alles kommt. Und wenn das mit den 17 Minuten kommt, dann seid ihr richtig. Also das ist, würde ich sagen, das Unterhaltsamste und gleichzeitig lehrreichste, und das muss man erst mal hinkriegen. Und das ist auch die Kunst, das hätte ich manchen unserer Lehrer gewünscht. Einige wenige hatten es drauf. Unterhaltsam, witzig und lehrreich ohne Ende. Dann hast du Spaß, dann hörst du gerne zu und dann nimmst du was mit. Die haben es wirklich drauf. Ich habe noch kein zweites Video von ihm gesehen. Aber das alleine
ist schon Nobelpreisverdächtig. Für mich sowieso, weil ich aus meiner Lebenserfahrung heraus sage, die einzigen zwei Videos, die mir noch gefehlt haben mit meinen 72 Lebensjahren, war eben dies über Dunning Kruger und das andere über Daniel Kahneman, Slow Thinking, Fast Thinking, auch auf Sprouts und manche andere. Aber lange nicht so witzig, so unterhaltsam und so lehrreich wie das, wovon ich gerade gesprochen habe. Meine Empfehlung, ich werde eventuell sogar, ich hoffe, das ist nicht illegal, einfach mal zu Hause die beiden Videos, die ich da weiter empfehle, mit der Videokamera aufnehmen, damit ihr optisch sehen könnt, wie ihr dahin kommt. Denn meine 7.500 Videos, oder vielleicht waren es auch nur 6.500, wie auch immer, die Menge macht es ja nicht, die Qualität macht es. Und da sind meine ja sehr hemdsärmlich. Also die könnt ihr alle vergessen, wenn ihr euch diese zwei Videos anschaut und das macht, was ich ja immer mir erbettle. In eurem Interesse, nicht in meinem. Darüber nachzudenken.